Ich lese das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ich bin angekommen im Kapitel 3 Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Das ist geschrieben worden von Hans-Jürgen Wirth, Professor Dr. Hans-Jürgen Wirth, Psychosozial Verlag Gießen. So. Der Abschnitt heißt Prävention antisozialer Tendenzen. Welche Möglichkeiten gibt es, antisozialen Tendenzen in Politik, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft präventiv zu begegnen? Generell sollte der Zuwachs an Macht und die Übernahme von Führungsaufgaben mit einer Weiterentwicklung der ethisch-moralischen Reife und der Selbstreflexionsfähigkeit der Führungspersonen einhergehen. Zudem sollten sie die soziale Kompetenz entwickeln, die Motivation, die beruflichen Fähigkeiten und die Kreativität der ihr unterstellten Mitarbeitenden zu fördern. Lese ich nochmal vor. Zudem sollte sie die Weiterentwicklung wahrscheinlich. Richtig. Also zudem sollte sie die soziale Kompetenz entwickeln, die Motivation, die beruflichen Fähigkeiten und die Kreativität der ihr unterstellten Mitarbeitenden zu fördern. Wenn dies alles nicht der Fall ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Missbrauch der Macht kommt. Die Förderung der demokratischen Beteiligung an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens stellt ein weiteres probates Mittel gegen Machtmissbrauch und antisoziale Tendenzen dar. Um mitbestimmen zu können, bedarf es der Information und der Transparenz. Die international tätige Nichtregierungsorganisation Transparency International hat es sich zur alleinigen Aufgabe gemacht, Korruption zu bekämpfen, zum Beispiel durch die Selbstverpflichtung großer Unternehmen, sich der Kontrolle eines unabhängigen Instituts auszusetzen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Schließlich ist die Entwicklung ethischer Grundsätze und neuer Formen der Selbstregulierung in Unternehmen und für die verschiedenen Branchen und Berufsgruppen eine zentrale Aufgabe. Auch von den Standesorganisationen der Ärzte und Psychotherapeuten wird seit einigen Jahren intensiver an dieser Aufgabe gearbeitet. International wird die Entwicklung von Codes of Business and Ethics für die verschiedenen Branchen gefordert. Der US-Kongress hat die Entwicklung solcher Codes zur Voraussetzung für die Börsenzulassung gemacht. Erst wenn klar festgestellt ist, was die sachliche Aufgabe ist, die sich eine Organisation gestellt hat und welches die ethischen Grundsätze sind, die es dabei zu beachten gilt, kann es im Sinne von Max Webers Definition des Machtmissbrauchs, kann im Sinne von Max Webers Definition des Machtmissbrauchs darüber geurteilt werden, ob die Organisation und ihre Mitarbeiter ihre Tätigkeit in den Dienst an der Sache stellen oder ihre Macht für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. So, das war's. Das Ganze geht weiter mit Führungskräfte und Antisozialität. Ist das Kapitel 4. Es hat folgende Teile: Einleitung, pathologische Führung, Manager und Leader. Ist ein bisschen länger. White Collar Criminals, forensische Wirtschaftspsychologie, Evaluationspsychologie von Egoismus und Altruismus. Antisoziale Persönlichkeitsstörung, nur eine Ursache neben anderen. Dann Investmentbanker-Studie, High Risk Sensation Seeking,
eine gemeinsame Basis von Leadership und Antisozialität. Die Studie von Babiak und Hare oder Haare, die Studie von Babiak und Haare. Prävention und therapeutische Maßnahmen. Und damit ist der erste Teil zu Ende. So, dann geht es weiter mit Teil 2. Der erste Teil heißt Geschichte und Epidemiologie. So, tschüss.